Wir sind wieder zurück und sehen voller Freude, unsere Silage ist fertig. So, jetzt bin ich natürlich mal gespannt. Ich wollte ja eigentlich von der Kartoffelernte das bisschen verkaufen, damit wir uns die neuen Geräte für das Feld 30 holen können. Aber nachdem natürlich unsere Silage jetzt hier fertig ist, ne, können wir ja erstmal endlich probieren, was uns das Ganze bringt hier. Also, wir nehmen mal eine Schaufel auf. Die fasst hier geschlagene 10.000 Liter und fahren das Ganze jetzt mal hier zur BGA und kippen das da rein und dann bin ich mal gespannt. Also wir haben 27.780, also sagen wir 27.700. So, fahren hier mal ran und kippen das rein und schauen jetzt mal 27.7, was uns das bringt und guck mal, was da an Geld reinkommt. Und ich lasse extra jetzt langsam kippen. Das sind also von vornherein 26.000 Euro, die nur mit 10.000 Litern Silage direkt auf unser Konto fließen. Das heißt, da können wir uns richtig reich machen mit und richtig tolle Geräte jetzt kaufen. Weil stellt euch mal vor, wir haben hier nur das eine Silo voll, was wir dann dementsprechend damit alles einkassieren und holen können. Das heißt, also wir werden jetzt nochmal zwei, drei Schaufeln da reinkippen. Denn wir brauchen ja nicht nur diesen Häcksler, sondern wir brauchen ja für das Feld 30 auch noch einen kleinen Kipper und zwei Traktoren, um das alles optimal zu nutzen. Also von daher werden wir dementsprechend mal ein bisschen hier sozusagen Geld erzeugen, indem wir einfach unsere Silos hier ein bisschen bearbeiten, leer machen. Und schade eigentlich, dass man hier keine größere Schaufel hat, weil das dauert jetzt doch eine Zeit lang, bis dann so in Summe das komplette Silo geleert ist. Könnt ihr euch dann vorstellen, da links sind 600.000 Liter drin, das heißt, da müssen wir 60 Mal rein und rausfahren. Das werde ich euch natürlich jetzt nicht zumuten. Das ist dann eine Sache, die können wir uns später im Let's Play mal ausführlich angucken. So, jetzt kippen wir hier das noch wieder rein. Und ihr seht, schon haben wir die ersten 100.000 zusammen. Das klappt also wunderbar. So, jetzt gucken wir aber erst nochmal, was wir genau brauchen. Also, wir brauchen den Pöttinger Max 6. Den kaufen wir uns jetzt auch schon mal. So, dann brauchen wir für diesen Pöttinger natürlich auch noch einen Traktor. Da brauchen wir aber nichts super Großes. Dann nehmen wir was, was ganz, ganz günstig ist. Im Unterhalt. Der Lindner kostet 80. Ja, das wäre doch eigentlich eine Variante. Der kostet nur 80 pro Tag. Und würde ja für die Kleinigkeit ausreichen. Braucht 94.000. Also jetzt wissen wir, was wir noch entsprechend an Silage einfach da reinfüllen müssen. Unabhängig davon werden wir uns natürlich auch gleich nochmal hier hinten diesen großen Gülletank angucken. Denn der steigt natürlich. Es wird Gülle produziert. Die wir natürlich dann auch hier oben benutzen können, um das Feld zu düngen. So, und schon haben wir wieder 10.000 zusammen. Da möchte ich natürlich dann auch gerade hier oben für dieses große Feld mir noch einen Güllestreuer holen, dass wir den zum Düngen dementsprechend noch einsetzen können. Denn der Dünger kostet uns ja dann auch nichts, den kriegen wir hier durch die BGA ja dann. So, und das Geld fließt ruckzuck in die Taschen, also das ist echt Wahnsinn. Hätte ich nie dran gedacht, dass das wirklich so viel bringt mit dem gehäckselten Mais, ne? Das macht ja doch schon viel aus. So. Und so können wir natürlich wunderbar das komplette Silo nach und nach hier umorganisieren. So, wenn wir das jetzt haben, dann haben wir schon das Geld für den ersten Traktor wieder zusammen. Einen Ladewagen brauchen wir ja keinen großen, weil es ist ja auch nicht so ein Riesenfeld. Das können wir also auch zwischendurch dann immer mal schnell in die BGA, hätte ich fast gesagt, nein, in unser Silo packen. So, 107.000 haben wir jetzt schon wieder. Das heißt, wir holen uns jetzt schon mal hier den Lindner Traktor mit dazu. Den kaufen wir. So, und als nächstes bräuchten wir einen kleinen Kipper. Kipper, da sind sie. Da brauchen wir wirklich nichts Großes. Und ja, der Abwechslung halber würde ich doch mal sagen, mal gucken, ob da überhaupt was dabei steht bei der Erntemaschine.
Naja gut, der ist ziemlich hoch, also da brauchen wir, glaube ich, auf die Höhe von dem Kipper nicht zu achten. Da wäre ich doch dafür, dass wir vielleicht sowas hier in der Richtung holen. Aber der ist natürlich etwas flacher. Der wäre, glaube ich, besser geeignet und hat 29.000 Liter, ist also auch so der größte in der Rubrik. Ja, dann holen wir uns hier den Agroliner. Der kostet 29. Das heißt, wir werden dementsprechend hier noch ein bisschen Silage in die BGA kippen. Da brauchen wir dann, wie gesagt, einen etwas stärkeren Traktor noch, weil das müssen wir ja definitiv mit zwei Traktoren machen, obwohl wir haben ja auch unten den einen Traktor noch mit unserer Mistgabel dran, beziehungsweise mit unserer Ballengabel dran. Das würde also nur mit dem Kipper dann erstmal ausreichen. Und ihr seht, wir haben jetzt noch nicht mal, ich weiß es nicht genau, wie viel, aber ich glaube, das ist die fünfte Schaufel oder die sechste. Und wir haben uns jetzt schon wieder einen Haufen neue Geräte gekauft. Jetzt brauchen wir also nur noch den Anhänger und natürlich auch die Sämaschine. Da unten noch. Okay, so, jetzt sehen wir, im Moment ist voll. Mehr geht also nicht. Das hängt jetzt damit zusammen, dass natürlich die BGA, ich zeige es euch hier gerade nochmal, die muss natürlich hier erstmal das Ganze jetzt abarbeiten und muss daraus dann Gülle machen. Denn wenn wir dann hier drüben mal gucken, bei unserem Gülletank, der füllt sich jetzt langsam. So, wenn ihr oben links jetzt mal guckt, da füllt sich jetzt so langsam das Ganze auf. Da seht ihr, wie also für uns Gülle erzeugt wird. Und das ist natürlich dann schon mal richtig schick. Das heißt, der Füllstand geht jetzt natürlich auch nach oben. Wir können also nicht einfach unbegrenzt da reinschütten und uns ruckzuck Geld holen. Müssen immer schon warten, bis da ein bisschen die BGA in Anführungszeichen nachkommt, bis das also abgearbeitet ist. So, jetzt schütten wir aber nochmal nach. Ja, es passt noch nicht ganz. Und gucken, wie gesagt, den Kipper. Den können wir uns jetzt schon, glaube ich, holen. Ja, der kostet 29.000. Wunderbar. Den Traktor haben wir und jetzt brauchen wir noch eine Sämaschine. Da brauchen wir die EDX, genau, die kostet 58.000. Das heißt, da müssen wir natürlich dementsprechend dann schauen gleich, dass wir das Geld auch noch zusammenkriegen. Aber so kommt natürlich richtig viel Geld da rein. Ja, so macht es auch Spaß dann hier, ne? Weil da hat man ja ruckzuck Geld beisammen. Wenn wir schon mal die nächste Schaufel voll machen. Aber wie gesagt, das dauert halt immer ein bisschen. Man kann da also nicht nonstop wahllos sozusagen da einfach das Zeug reinschütten. Das geht natürlich nicht. Das muss ja auch alles erstmal ein bisschen verarbeitet werden. Aber so schnell kann man dann sein Geldbeutel ein bisschen aufstocken. Das mit den Kartoffeln, wenn ihr unten links guckt, habe ich ja auch deswegen nicht gemacht, weil der Preis ist bei 653, beziehungsweise das höchste ist, ja, 653. Bringt uns also in dem Sinn gar nichts. Und jetzt gucke ich nochmal, wo das reinläuft. Dieses müsste eigentlich unter den Einnahmen Sonstiges mit reingehen. Mal gleich drauf achten. Nö, das erscheint nirgendwo. Das ist eigentlich schade, dass es dann nirgendwo drin erscheint. Es wird nur im Gesamtergebnis dann angezeigt. Aber wir können das ja mal so lassen. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, dass das dann immer nachgekippt wird. Gehen wir mal zum nächsten Traktor, beobachten mal den Geldstand. Nee, wird also nicht automatisch nachgekippt. Gut. Oh, ansonsten seht ihr, ich habe alle Felder hier wieder eingesät. Da kümmern wir uns gleich drum. Jetzt muss ich aber erst einmal unseren Kartoffelernter abtanken. Der ist nämlich voll da hinten. Der ist bei 100%. Und die Kartoffeln fahre ich natürlich dementsprechend erstmal dann wieder ins Silo. So, jetzt kann der hier erstmal schön abtanken. Da sind jetzt 20.000 Liter drin. Das ist ja auch eine ganze Menge, was der fassen kann, der Agrotron. Nicht der Agrotron, der Tektron. Ha, lauter Trons hier. So, fahren wir gleich ein Stück mit, denn der ist sowieso dann gleich voll. So, und dann können wir das nämlich gleich vorne ins Silo reinbringen.
Ja, und dann schauen wir uns die neuen Maschinen mal noch an. Die werde ich dann dementsprechend schon mal zum Feld 30 bringen. Da gucken wir auch mal, ob wir vielleicht irgendwo noch einen Unterstand für bauen oder ob wir das gar nicht brauchen. Ihr seht, unsere Läger sind randvoll, also randvoll nicht, aber es ist doch einiges drin. Wir haben über 1,4 Millionen Liter Erntegut da. So, Kartoffeln werden hier nicht angenommen. Ja, da wollte ich sie ja auch gar nicht hinbringen, Kollege. So, Feld 30, da sehe ich jetzt aber keinen Unterstand und nichts. Da müssen wir mal gucken, ob wir dann für unsere Maschinen noch was bauen müssen. Aber da können wir jetzt gleich mal gucken. Ne, gehen wir erstmal hier hoch. Schauen uns mal an, was wir hier schon alles geholt haben. Ah, wir brauchen noch ein Frontgewicht für einen Traktor, sehe ich gerade. Ohne das zieht der natürlich nicht. Das macht sonst nicht wirklich Spaß. So, da wir aber nicht die mega großen Sachen haben, reicht ja eigentlich so ein mittelgroßes Gewicht. Ich finde, die sehen auch viel schöner aus. So. Und da haben wir unseren Lindner Traktor, der natürlich auch jetzt im Unterhalt schön günstig ist. Und um jetzt die Erntemaschine da zu ziehen, reicht das ja dicke aus. So, dann werden wir uns schon mal die Erntemaschine hier dran setzen. Und können mit der ja schon mal runter zum Feld 30 fahren. Ja, komm, mein Süßer. Einmal ankoppeln. So, und dann... Ja, aber was ich gerade sehe, der Lindner Traktor hat gar keine Rundumleuchte. Das ist schade. Jetzt habe ich mal dran gedacht, den entsprechend auf der Straße einzuschalten, aber nein, er hat keine Rundumleuchte. Da geht also nichts. Da muss man sich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass also da die Erntemaschine doch ein bisschen weiter nach rechts rausguckt. Aber das ist ja eigentlich dann auch erstmal kein Problem. Auch daran werden wir uns gewöhnen. Ja, und bis zur nächsten Folge werde ich dann das kleine Silo oben an der BGA leer machen, dass wir da noch ein bisschen Geld zusammenkriegen. Und dass wir dann das nächste Mal uns die Sämaschine noch kaufen können. Und das Kartoffelfeld werde ich auch noch soweit abernten und ins Lager verschaffen. Die anderen Felder, die wir angesät haben, die sind ja schon wieder im Wachstum hier. Das ist also auch alles schon wieder fleißigst dabei. Und dann schauen wir aber nochmal, was unsere Kühe überhaupt sagen. Oh, eben hat es wieder gehakt. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich bin unschuldig. Ja, Misthaufen ist randvoll. Der ist bei 100.000. Da wäre es vielleicht dann auch die Überlegung, ob wir dann uns, nachdem das mit dem Feld 30 hier alles erledigt ist, vielleicht mal so in die Richtung begeben mit platzierbaren Objekten, dass wir da eventuell Tomaten, Gemüse und so Sachen haben. Ah, aber ich sehe, hier ist ein Unterstand. Das ist schön. Dann können wir nämlich hier die Sachen reinstellen. Brauchen da auch nicht extra was für zu kaufen. Das ist wunderbar. So, dann werden wir das hier mal noch einparken, das Teil. So, denn den brauchen wir jetzt noch nicht direkt. So, mit dem Traktor fahre ich dann gleich wieder hoch zum Landmaschinenhandel. Jetzt will ich aber erst nochmal oben an der BGA gucken, wie es da aussieht. Ah, der kann natürlich jetzt wieder schön nachziehen. Wunderbar. Und ihr seht, es kommt auch schon gleich wieder Geld rein. So, jetzt schauen wir nochmal schnell, was die Sämaschine gekostet hat. Mischstreuer, Spritzen, Düngerstreuer, Sämaschinen. Sämaschine, waren sie doch. Die kostet 58.000. Okay, da müssen wir natürlich dann noch ein bisschen reinschütten. Das werde ich dann auch noch machen bis zum nächsten Mal, dass wir uns dann gleich die Sämaschine holen können. Ja, und dann geht's doch schon wieder einen Schritt weiter. Jetzt haben wir noch eine tolle Geldquelle. Und dann schauen wir mal, dass wir in der nächsten Folge das Feld 30 aktivieren. Und ja, hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Schaltet wieder mit ein. Und ja, bis dahin sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und Servus und Tschüss.